Herzlich willkommen zum Erntedank-Gottesdienst hier in unserer Stiftskirche. Sie, die Sie hier vor Ort sind und auch Sie, die Sie zu Hause an den Bildschirmen oder Telefonapparaten mit uns feiern. Mit Schwung und Spielfreude haben uns die Bläserinnen und Bläser des Posaunenchors gerade begrüßt zum Gottesdienst. Hier vorne sehen wir Erntegaben wunderschön hingestellt für die Augen und später auch ein Schmaus für die, die es dann essen können. Es gibt viel zu sehen. Ich begrüße ganz besonders die Kinder und auch die Eltern der Minikirche, die heute unter uns sind, die uns das eine oder andere näher bringen wollen von dem Erntealtar oder aber auch von dem Grundnahrungsmittel Brot. Wir dürfen gespannt sein, was ihr uns bringt. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir haben viel Grund zu danken, nicht nur an diesem Tag, aber heute wollen wir uns daran erinnern. Und darum singen wir nun auch gemeinsam Danke für diesen guten Morgen. Da sind einige Dinge aufgezählt, für die wir dankbar sind. Im evangelischen Gesangbuch bei der Nummer 334, die Strophen 1 bis 3 und 6. Hier vorne sehen Sie es aber auch. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam eine neue Dichtung eines Psalms beten, bei der Nummer 768 im Gesangbuch, eine Neufassung des Psalms 67. Gott, du bist freundlich zu uns. Und da haben wir zwei Gruppen. Den Kehrvers, den sprechen wir alle gemeinsam und dann gibt es die Gruppe 1, die darf gern mit mir beten, das sind dann alle Männer und Jungs und in der Gruppe 2 bitte ich die Mädchen und die Frauen dann zu beten. Wir beginnen gemeinsam. Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns Gott deinen Segen. Dein helles Licht soll uns scheinen, damit wir deine Wege finden. Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns Gott deinen Segen. Preisen sollen dich alle Menschen, Gott, alle Menschen sollen dich preisen. Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns Gott deinen Segen. Danken sollen dir alle Menschen, Gott, alle Menschen sollen dir danken. Gott, du bist freundlich zu uns, gib uns Gott deinen Segen. Er sei dem Vater und dem Sohn und
Weiter. Herr unser Gott, es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können und es auch sind. Die Nahrung, die wir haben, die Kleidung, ein sicheres Zuhause. Wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir mehr als genug haben. Am heutigen Erntedankfest erinnern wir uns daran. Herr, hilf uns, dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch an die, denen es nicht so gut geht. Sei du ihnen jetzt auch nahe. Danke, dass du jetzt da bist im Gottesdienst, dass wir jetzt in der Stille auch zu dir kommen. Wir nehmen dazu Platz. Danke, Herr, dass du unser Gebet gehört hast. Amen. Jetzt sind wir gespannt auf das, was die Kinder von der Minikirche mit Unterstützung von ein paar Kindern von der Kinderkirche und den Eltern uns vorbereitet haben. Ja, was ist denn heute eigentlich los? Wir sind doch normalerweise da drüben im Pfarrsaal und die Großen, die unterstützen uns heute, die sind eigentlich im Gemeindehaus, in der Kinderkirche. Was ist denn hier los? Habt ihr eine Ahnung? Wer hat eine Ahnung? Was ist hier los? Warum sind wir hier? Wer hat Lust, die Antwort zu sagen? Erntedank. Oh, sag's mal ganz laut, Paul. Erntedank. Richtig, Erntedank. Wow, und habt ihr euch schon mal umgeguckt hier? Guckt mal ein bisschen zur Seite. Was sieht man denn da so? Ja. Vielleicht kann jeder mal was sagen, wer sich traut. Vielleicht fängt mal die Großen hier an. Was siehst du? Ganz viel Obst und Gemüse. Genau. Und was siehst du, Clara? Auch ganz viel Gemüse und Brot. Gemüse und Brot. Die Nora, die ist ganz klein, gell? Die sieht auch Eier. Sag mal Eier. Eier sieht sie. Habt ihr die Eier auch gesehen? Also ich habe die noch nicht entdeckt. Die muss ich nachher mal gucken, wo die sind. Felix, was siehst du? Obst und Gemüse. Obst und Gemüse, ihr seht? Den Kindern schmeckt Obst und Gemüse. Das ist klasse. So, was seht ihr, Familie Ehmann? Apfel. Super. Und Familie Schal? Seht? Nudeln. Oh, ihr esst auch gern Nudeln. So, Jonas Marquardt, du siehst? Ich sehe Obst und Gemüse. Obst, Gemüse. Benjamin sieht? Trauben. Trauben. Lecker. Genau. Und ihr zwei, was wollt ihr sagen? Karotte, haben sie geflüstert. Und ihr zwei, was seht ihr noch? Rote Beete. Rote Beete. Wow, und du?
Was siehst du noch, Simeon? Maiskolben. Oh, Maiskolben, das ist auch lecker. Da kann man Cornflakes draus machen. Und wer hat es alles gebracht? Gott. Gott. Okay. War der heute Morgen auch schon hier, hat alles gebracht? Müssen wir nachher nochmal genau überlegen, ob Gott von Gott kommt. Und wer hat es gebracht? Alle Menschen hier von Beutelsbach, gell? Die sind gestern hierher marschiert und haben was gebracht. Und das ist ganz toll. Und jetzt schauen wir mal, was wir heute hier morgen noch erleben zusammen. Ja, so viele Früchte und auch Nudeln und andere Produkte hat es hier. Und es sind ganz viele Sachen gewachsen und wir haben ganz viel zu essen. Und dafür wollen wir Danke sagen. Und daher feiern wir heute das Erntedankfest. Aber wem sagen wir eigentlich Danke? Letzten Sonntag haben wir in der Minikirche eine Geschichte zum Danken gehört. Und diese Geschichte spielen Ihnen die Kinder der Minikirche, unterstützt von ihren Eltern und von ehemaligen Minikirchkindern, jetzt vor. Die Geschichte heißt Danke für das Brot. Steffi und ihre Mama gehen Brot kaufen. Danke für das Brot. Wir hätten gern ein Brot. Hier, bitteschön. Danke für das Brot. Gern geschehen. Aber ich habe nur das Brot aus dem Mehl gebacken. Ihr müsst auch denen danken, die mir das Mehl gebracht haben. Also gehen Steffi und ihre Mama zum Müller. Danke für das Brot. Gern geschehen. Aber ich habe nur das Mehl aus den Weizenkörnern gemahlen. Ihr müsst auch dem danken, der mir das Korn zum Mahlen gegeben hat. Daher gehen Steffi und ihre Mama zum Bauern. Danke für das Brot, was wir da sind. Oh ja. Ja, warte. Gut. Jetzt müssen wir bei der Küche. Danke für das Brot. Gern geschehen, aber ich habe nur das Korn gesät und geerntet. Ihr müsst auch dem danken, aus dem die vielen Körner gewachsen sind. Und so gehen Steffi und ihre Mutter zum Weizenkorn. Danke für das Brot. Gern geschehen, aber ich brauche andere, dass aus mir Korn wachsen kann. Ihr müsst auch denen danken, die es wachsen lassen. Schließlich gehen Steffi und ihre Mutter zur Sonne und zum Regen. Danke für das Brot. Gern geschehen. Aber ihr müsst uns nicht danken, sondern ihr müsst Gott danken, der uns wachsen hat lassen. Deshalb falten Steffi und ihre Mutter die Hände und beten. Danke Gott für die Sonne und den Regen. Danke. Danke Gott für den Samen, der wächst. Danke Gott für den Bauern, der auf dem Feld arbeitet. Danke Gott für den Müller, der das Korn zum Mehl malt. Danke Gott für den Bäcker, der das Brot bäckt. Danke guter Gott für das Brot. Amen. Und zu dieser Geschichte haben wir noch ein passendes Lied mitgebracht, das heißt, wie kommt das Brot auf unseren Tisch, und das möchten wir jetzt gerne noch vorsingen. So hier. Es schmeckt so gut, macht's an.
Ja, vielen Dank euch, die ihr das vorbereitet und uns gerade gezeigt habt. Wo kommt das Brot denn her? Wie kommt das Brot auf unseren Tisch? Es braucht viel, bis ein Brot fertig ist, bis wir es essen können und genießen können, bis es uns Kraft gibt. Da brauchen wir verschiedene Menschen. Wir haben gerade gesehen, es gibt einen Bäcker oder eine Bäckerin, Müller, Landwirte, die dafür arbeiten, regelmäßig hart arbeiten. Dann braucht man natürlich Getreidekörner. Ihr seid immer den Weg mit uns immer weiter zurückgegangen. Was war denn davor? Bis zum Boden, und dann haben wir gedacht und gehört, die Sonne und den Regen brauchen wir auch, sonst kann da nichts wachsen. Das alles ist nötig. Ihr habt es uns gezeigt, vielen Dank. Und am Ende habt ihr uns daran erinnert, dass wir nicht vergessen sollen, dass Gott alles geschaffen hat und dass er derjenige ist, der uns diese Gaben geschenkt hat, dass wir sie gebrauchen und genießen können. Aber wie gesagt, man braucht auch Menschen dazu. Und auch, dass wir diese Fülle hier vorne haben, braucht es Menschen. Nicht nur unsere Mesnerin, die Frau Schaal, die uns das alles so schön dekoriert hat und hingestellt hat, sondern auch die, die es geerntet haben, die es dann auch hergebracht haben und dann auch zur Verfügung gestellt haben, dass wir es hier vorne sehen. Menschen sind oft genial in dem, was sie sich ausdenken, in dem, was sie erfinden, in dem, was die Arbeit und das Leben leichter macht. Ich denke nur an die Feldarbeit, wie mühsam war das früher und die Verarbeitung vom Korn. Und so ein Mähdrescher, das ist schon eine tolle Erfindung. Nicht nur, weil es so ein Riesengerät ist, es gefällt den Kindern auch, manchen, vielleicht auch den Jungs, ich weiß nicht, vielleicht haben auch Mädchen eine Vorliebe für die Mähdrescher, für diese großen Maschinen, die da über die Felder fahren. Das haben sich Menschen ausgedacht. Oder Mühlen, in denen das Korn gemahlen wird, früher mit dem Wasser angetrieben. Ihr habt das Mühlrad uns, glaube ich, auch vorgemacht. Oder den Backofen, auch eine tolle Erfindung, um Brot zu backen. Ohne dies alles wäre es viel anstrengender, Brot herzustellen. Ein Mensch kann viel machen, aber ganz vieles können wir Menschen auch nicht. Ich denke an dieses kleine Körnchen, das die Grundlage ist für unser Brot. Das können wir Menschen nicht selbst herstellen. Obwohl, vielleicht kann das mittlerweile auch nachgemacht werden, aber ich persönlich wollte dieses künstliche, nachgemachte Körnchen nicht essen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Dann lieber das, was auf dem Feld wächst. Natürlich ist es auch gezüchtet worden, dass da noch mehr wächst, aber es ist etwas, was da natürlich wächst. Auch wenn viele Menschen beteiligt sind, haben wir gehört vorhin, der Dank und Danke für das Brot müssen wir letztlich auch unserem Gott sagen. Heute ist das Erntedankfest, dass wir den Dank an Gott nicht vergessen, ist dieses Fest einmal im Jahr auch ein fester Bestandteil unseres Kalenders. Ich möchte noch ein paar Gedanken zu einem Bibelwort mit Ihnen teilen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Gesegnet ist, wer ihm vertraut. Aus Psalm 34, Vers 9. Dieser Vers lädt uns ein, dass wir unsere Augen aufmachen, aber auch den Mund. Zum einen sehen wir, was Gott Gutes für uns hat, was er uns schenkt, was er uns anvertraut. Aber ich kann es auch schmecken. Das gute Essen, die guten Gaben, die wir hier vorne sehen, oder auch anderes, was jetzt hier vielleicht nicht liegt, was vielleicht im Ofen nachher gebacken oder gebraten wird. Frisches Brot, ein wunderbarer Geschmack des Apfels. Ich weiß nicht, wer da so in einen frischen Apfel bewusst mal reingebissen hat. Das ist schon toll, das ist saftig und geschmackvoll, wunderbar. Oder auch Trauben, wir sind ja gerade in der Zeit der Lese. Die kann man auch so essen. Man kann aber auch Saft draus machen oder Wein. Herrlich. Wir dürfen den Menschen danken, die sich da bemühen, den Bäckerinnen und Bäckern, den Köchinnen und auch anderen, die ernten. Aber der Dank geht letztlich an Gott. Er hat sich das alles genial ausgedacht und wir dürfen staunen, wir dürfen die Augen aufmachen, auch über die schöne Natur, über die Pflanzen, über die Berge und Seen, den Sonnenaufgang oder auch den Sonnenuntergang
mit diesem herrlichen Farbenspiel. Das kann sehr spektakulär aussehen. Allerdings wissen wir heute auch, und das möchte ich auch nicht verschweigen, dass wir auch Probleme haben in unserer Umwelt und dem, wie wir Menschen mit der Natur umgehen. Da gibt es manches, was nicht so schön ist, wo wir verschmutzen, wo wir ohne Rücksicht ausbeuten und es noch nicht so ganz klar ist, wie es die nächsten Generationen dann vorfinden werden. Ich denke, wir sind auch aufgefordert, zu vermeiden, was die Erde zerstört. Wir können auch etwas dagegen tun, indem wir bewusst überlegen, wo wir und was wir einkaufen. Und nicht das Billigste ist gut für die Schöpfung, auch wenn es vielleicht den Geldbeutel schont, aber meistens hat es einen hohen Preis für die Umwelt oder für die Menschen, die es erzeugen. Schmecket und sehet, wie freundlich Gott der Herr ist, wie er freundlich zu euch ist, zu dir, zu mir, zu uns allen. Und die Folge ist, wir dürfen Gott vertrauen, denn er meint es gut mit uns. Ich denke und sehe das besonders an Jesus. So wie Jesus lebt, so ist Gott für mich. An ihm sehe ich das freundliche Angesicht Gottes, das mir entgegenschaut, das mich anstrahlt. Ihm kann ich vertrauen. An ihm sehe ich, dass Gott für mich ist, an Jesus Christus. Dann bin ich gesegnet. Wörtlich steht im hebräischen Text glücklich, wer auf Gott vertraut. Gesegnet ist es hier übersetzt. Am besten ist nicht der oder die dran, der am meisten hat, Nahrung oder Kleidung, Wohnraum oder Geld oder Freizeit oder auch Angehörige. Das ist alles schön und gut und wir dürfen uns freuen und dankbar sein, wenn wir das haben. Aber die Menge macht's nicht. Am besten ist die Person dran, die Gott vertraut. Die Person, die so lebt und auch spürt, Gott meint es gut, Gott macht es gut. Wer Gott vertraut, ist gesegnet, ist wirklich glücklich, so hören wir hier. Dazu noch eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Sie spielt im Orient, also im fernen Osten. Da lebte einst ein gütiger, ein freundlicher König und er wollte den armen Menschen helfen, indem er großzügige Gaben verteilt hat an die Menschen, die in Not waren. Und regelmäßig kamen zwei Bettler zu ihm an die Tore seines Palastes und die bekamen stets eine reiche Gabe. Der eine Bettler, der lobte Gott ganz überschwänglich und der andere lobte den König ganz überschwänglich. Der den König gelobt hat, der hat ihm eine Freude gemacht und der König, der war da so richtig stolz drauf. Und über den, der Gott gelobt hat, hat der König sich ein bisschen geärgert. Er hat ihm dann auch gesagt, du hast doch die guten Gaben von mir bekommen. Warum lobst du dann einen anderen? Warum lobst du Gott und nicht mich wie deinen Kollege? Der andere Bettler, der Gott lobte, der sagte dann, ja, Gott ist doch derjenige, der so gut zu dir ist, dass du anderen etwas weitergeben kannst. Wenn er es nicht so wäre zu dir, dann könntest du auch nicht großzügig sein. Gott gehört der Dank. Der König hat es nicht so recht eingesehen, der wollte diesem Bettler eine Lehre erteilen und er ließ seinen Bäcker zwei Brote herstellen, zwei Brote, die äußerlich genau gleich aussahen, also identisch waren, und die beide an die Bettler verteilen. Aber in dem einen Brot, da war ein Säckchen eingebacken mit kostbaren Edelsteinen. Und das hat der König gesagt, das gibst du dem Bettler, der immer mich lobt. Und das normale Brot gibst du dem anderen, der Gott lobt. Damit wollte er es ihm klar machen, was ist besser, dem Bettler. Aber der Bettler, der den König immer gelobt hat, der hat das Brot mit den Edelsteinen bekommen und er hat es gemerkt, dass es ein bisschen schwerer ist als das andere Brot. Dann hat er gedacht, wenn ein Brot schwer ist, dann ist es vielleicht nicht so richtig ausgebacken, dann ist es innen noch so feucht und vielleicht ein bisschen arg klebrig mit dem Teig. Das ist irgendwie nicht so toll. Also dann hat er dem anderen Bettler angeboten, willst du mit mir das Brot tauschen? Und der hat es dann gemacht. Dem war das egal. Der hat das Brot gesagt, Brot ist Brot. Und der hat es genommen, das schwerere Brot.
Und dann, als er zu Hause war und das Brot angeschnitten hat, hat er gemerkt, ui, da ist ja etwas drin, ein Säckchen. Ui, da sind ja kostbare Edelsteine drin. Und der Bettler musste nie mehr betteln. Er hat Gott gedankt für diese Gabe, diese unerwartete Gabe. Der andere Bettler, der immer den König gelobt hat, der ist am nächsten Tag wiedergekommen, stand vor der Tür. Und der König hat sich gewundert und gesagt, was ist denn los? Hast du das Brot nicht bekommen? Das Brot mit den Edelsteinen hat er nicht gesagt, aber das hat er sich gedacht. Der Bettler hat gesagt, doch, ich habe es bekommen, aber das war so schwer und irgendwie dachte ich, es ist nicht gut ausgebacken. Ich habe es dann weitergegeben, getauscht mit dem anderen. Der König hat dazu nichts gesagt, aber er hat darüber nachgedacht. Ja, wahrscheinlich hat der andere Bettler doch recht gehabt. Der Reichtum kommt am Ende von Gott. Gott kann den Armen reich machen und den Reichen arm. Aber er tut es gut und er will, dass wir gut miteinander umgehen. Und es ist richtig, Gott zu danken, nicht nur am Erntedankfest, aber heute ganz besonders. Gott zu danken und ihm zu vertrauen, das sollen wir nicht vergessen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Gesegnet ist, wer ihm vertraut. Amen. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land oder Feld. Beim Gesangbuch die Nummer 508, wir singen die ersten drei Strophen. Lasst uns miteinander beten. Beim Vater unser nachher können alle, die möchten, auch gerne Bewegungen dazu machen.
Wir beten. Treuer Gott, wir danken dir für alle guten Gaben, für unser Essen, für das Trinken, für die Kleidung, für das Dach über unserem Kopf. Wir danken dir für alle Menschen, die uns nahestehen, in der Familie oder auch Freunde. Wir bitten dich aber heute ganz besonders auch für alle, die nicht genug haben, die obdachlosen Menschen unter uns, in unserer Gesellschaft oder viele Menschen auf der ganzen Welt. Es tut weh, dass vieles so ungleich, ja so ungerecht verteilt ist. Bitte hilf du uns, dass wir bereit sind zum Teilen. Hilf allen Menschen, die andere unterstützen, mit Nahrung, mit Medizin, mit Schulunterricht, mit Nächstenliebe in vielen Formen. Wir bitten dich für sie, gib du ihnen Kraft und stärke die Hoffnung bei denen, denen es nicht gut geht. Wir bitten dich für alle, die über Wege nachdenken, wie die Schöpfung geschützt werden kann. Gib gute Ideen und lass Lösungen gefunden werden, auch wenn das sehr schwierig ist. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Halte zu mir, guter Gott. Aus dem neuen Liederbuch bei der Nummer 49 singen wir die Strophen 1, 3 und 4. Ich darf Ihnen noch verschiedene Dinge bekannt geben. Zum einen möchte ich aber ganz herzlich noch einmal Danke sagen allen, die diesen Festgottesdienst vorbereitet und auch durchgeführt haben, die Kinder und die Begleiterinnen und Begleiter von der Minikirche, dann der Frau Schaal, natürlich unsere Mesnerin, die alles so schön vorbereitet hat, dem Posaunenchor mit unter der Leitung von Wolfgang Goll und natürlich unseren Technikern, die heute noch mal extra Schichten einlegen mussten, dass das gut ins Bild gekommen ist, dass Sie auch zu Hause einen Eindruck gewinnen konnten von diesem Gottesdienst. Herzlichen Dank allen, die da mitgewirkt haben. Nachher bei den Ausgängen gibt es so ein kleines Kärtchen, das man gern mitnehmen darf. Da ist auch nochmal der Text drauf, der für die Predigt die Grundlage war: Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, gesegnet ist, wer ihm vertraut. Und noch ein paar Gedanken zum Stichwort Lebenskunst.
Weil den Segen Gottes zu entdecken, das ist auch ein Geschenk, eine Gabe und man kann daraus eine Kunst zu leben entwickeln. Da stehen ein paar Gedanken drin, das ist jetzt mehr vielleicht für die Älteren, aber vielleicht gefällt den Kindern auch dieser Korb mit den schönen reifen Äpfeln. Also an den Ausgängen darf man es gern mitnehmen. Bitte werfen Sie dann auch die Kontaktzettel in die vorgesehenen Körbe an den Ausgängen und achten Sie auf die Zeichen der Ordnerinnen und Ordner, die Ihnen dann sagen oder zeigen, wann Sie die Kirche und an welcher Stelle verlassen können. Vielen Dank. Die Kollekte ist heute für unser Missionsopferprojekt bestimmt Hörbuchbibeln für Ostafrika. Es gibt also Gegenden, wo das die beste Form ist, die Bibel zu verbreiten, diese gute Nachricht für die Menschen, indem man Hörbuchbibeln aufnimmt und sie dort zur Verfügung stellt in Ostafrika. Mit unserer Gabe unterstützen wir diese Arbeit. Vielen Dank. Und dann ist heute am ersten Sonntag im Monat auch wieder die Milchkanne draußen aufgestellt im Turmraum. Damit unterstützen wir die Kindertagesstätte Stückchen Himmel in Brasilien, die jetzt auch lange im Lockdown war. Da mussten die fast 200 Kinder auch zu Hause sozusagen versorgt werden mit den nötigsten Nahrung und dann auch mit dem Homeschooling. Das war sicher sehr, sehr herausfordernd. Vielen Dank. Die neuesten Infos habe ich hinten auch an dieser Metallwand im Turmraum angeheftet, wer sich da informieren möchte. Die Kindertagesstätte in Brasilien war sehr gebeutelt durch Corona, nicht nur familiär, also die Eltern der Leiterin sind beide an Covid-19 gestorben in dieser Zeit und auch sonst war das sehr herausfordernd. Ab morgen soll sie wieder öffnen können. Es ist schön, wenn Sie es auch im Gebet begleiten und vielen Dank für Ihre Unterstützung. Nach um 11 Uhr feiern wir hier einen Taufgottesdienst in der Stiftskirche, aber auch mit, wenn es klappt, mit einer Aufzeichnung dessen, was wir vorhin gesehen haben, hier live, mit dem, was die Minikirche beigetragen hat. Getauft wird Naemi Kai Enko. Für sie haben wir letzte Woche schon gebetet. Von 14 bis 16 Uhr lädt das Umweltteam zum Pflanzentausch in die grüne Mitte ein. Heute ist ja das Parkfest, wenn Sie da mal durchgehen möchten, können Sie da auch Pflanzen tauschen. Zur Stärkung bietet der CVJM am Vereinsheim auf der Bachwiese Kaffee und Kuchen an. Also auch da lohnt sich ein Weg hin. Um 17 Uhr findet ein Konzert des Knabenchors Collegium Juvenum aus Stuttgart hier in der Stiftskirche statt. Der Eintritt ist frei. Spenden zugunsten der Stiftung für soziale und diakonische Dienste Weinstadt werden gerne angenommen. Einlass um 16.30 Uhr. Um 18 Uhr heute ist SMS-Jugendgottesdienst im evangelischen Gemeindehaus in Endersbach. Das Thema Lebenshaus, diese Reihe wird fortgesetzt. Heute geht es um den Garten. In einer Predigt von Landesschülerpfarrerin Sabine Schmalzhaf-Sievers gibt es gute Impulse, vor allem für die jüngeren Leute, aber auch für Ältere, die Lust haben an dieser neueren Form, anderen Form des Gottesdienstes. 18 Uhr in Endersbach. Zeitgleich um 18 Uhr ist Gemeindebibelabend heute im Gemeindehaus hier bei uns in Beutelsbach. Herzliche Einladung auch da dazu. Am kommenden Mittwoch um 20 Uhr sind alle Eltern und Eltern der Kinder in der dritten und vierten Klasse zum Infoabend über Konfi 3 eingeladen. Also das soll jetzt auch denen, die letztes Jahr in der dritten Klasse kein Konfi 3 machen konnten, wegen Corona-Beschränkungen die Möglichkeit gegeben werden. Nutzen Sie es, sagen Sie es weiter. Die Termine werden dann bekannt gegeben und es besteht die Möglichkeit der Anmeldung für Konfi 3, also auch für die, die jetzt in der vierten Klasse sind. Am kommenden Freitag feiern wir um 16.30 Uhr Gottesdienst für kleine Leute. Das ist jetzt für die Minikirche auch interessant, hier in der Kirche. Und um 19.15 Uhr Abendgebet, auch hier in der Stiftskirche. Kommenden Samstag von 9 bis 12 Uhr gibt es wieder eine Actionzeit. Für 5- bis 11-Jährige im Gemeindehaus ab 8.45 Uhr ist die Ankommenszeit. Um 9 geht es dann richtig los. Und von 15 bis 17 Uhr lädt das Umweltteam ein zum Kleidertausch für Frauen. Wetterbedingt entweder auf der Bachwiese oder im Gemeindehaus. Müssen Sie einfach mal gucken, wie das Wetter wird. Nächsten Sonntag um 9.30 Uhr Gottesdienst mit dem 11-Uhr-Team und um 11 Uhr noch einmal mit dem 11-Uhr-Team der Gottesdienst zum Thema zu spät. Fragezeichen. Das Pfarrbüro ist vom Donnerstag, 7. Oktober bis 18. Oktober wegen Urlaubs von Frau Randler
nicht besetzt. Dann habe ich noch einen Hinweis. Das müssten Sie eigentlich alle bekommen haben, wenn Sie die Turmu auch bekommen. Unser Gemeindebrief, da steht dieser Flyer, ist dieser Flyer drin zum Hoffnungsfest. Wir feiern vielleicht auch trotz der Corona-Pandemie das Hoffnungsfest. Und zwar vom 7. bis 13. November in Beutelsbach. Eine Aktion der Kirchengemeinde, APIS und CVM, genau, da müssen wir hin, für Jugendliche und Erwachsene. Informieren Sie sich, kommen Sie, laden Sie Leute ein, es wird eine tolle Sache. Ich wollte es nur noch mal herzlich ans Herz legen. Dann bin ich fast fertig. Am Samstag findet auch eine Trauung statt um 15 Uhr, und zwar von Nikolai Philipp Borowka und Stefanie Borowka, geborene Kühnke, und zwar hier in der Stiftskirche. Für dieses Paar beten wir, Herr unser Gott, wir bitten dich, dass du sie segnest und behütest, dass du ihnen die Liebe zueinander stärkst und auch zu dir, dass du sie geleitest durch dieses Leben an deiner Hand. Amen. Nun danket alle Gott. Noch einmal danken wir unserem Gott und singen von diesem Lied bei der Nummer 321 alle drei Strophen. Es gibt eine kurze Intonation vom Posaunenchor. Ihnen allen einen frohen und gesegneten Sonntag noch, empfangt den Segen unseres Gottes und nehmt danach noch einmal Platz zum Nachspiel. Wir verlassen die Kirche dann im Anschluss. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.